Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Classic. Möglicherweise hört ihr heute ein paar Nebengeräusche, die ihr sonst nicht gewöhnt seid. Zum Beispiel eine sehr zetrige Elster. Das könnte daran liegen, dass das Fenster offen ist im Hintergrund. Ich hoffe aber, dass ich hier nicht irgendwelche lauten Motorgeräusche gleich habe. Ich gehe das Risiko heute mal ein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber wir haben ja momentan echt heiße Tage und es ist einfach nicht auszuhalten ohne Fenster, Leute. Es ist nicht auszuhalten. Ja, diese Elster ist ein wenig verstimmt, würde ich sagen. Ich bin nicht sicher, was sie für ein Problem hat, aber man kennt sie schon. Sie ist so unser persönlicher Wegdienst. Vielleicht sollte ich mein Pet mal rufen. Das wäre nicht unmittelbar hilfreich. Ich bin noch ein bisschen im Retail-Modus mal wieder. Ich habe zwar keinen Jäger gespielt, aber das gerade war eindeutig ein Retail-Move. Der mir in Classic, wollte ich fast sagen, aber fast Classic, das Genick brechen kann. So, wir bewegen uns heute in diese Questreihe mit den Flammen des Schutzes. Das war klar, dass er mich sieht. Ich habe jetzt überlegt, eben als ich die Spiel gestartet habe, habe ich geguckt und dachte, muss ich irgendwas offline machen? Aber nö, ich würde sagen, die Quest hier können wir zusammen machen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen in die Höhle rein. Also in diese Dings rein. Jetzt müsste nach Jedanah zurückkehren. Die Kohlenpfannen sind wahrscheinlich über die ganze Schattenfeste verteilt. Also wahrscheinlich muss ich da unten rein. Reine Mutmaßung. Werden wir es herausfinden? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir da unten rein? Oder müssen wir da hinten rein? Ich glaube, wir müssen da hinten rein. Das ist dann eine sehr lange Questreihe. Aber die möchte ich heute mit euch machen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir rein müssen. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube aber hinten. Es gibt einmal hier vorne einen Eingang und dann gibt es ganz hinten noch einen Eingang. Unser Pet hat ein Level up. Wunderbar. 54. Aber das macht nichts, weil wir sind auch bald wieder Level up. Dann haben wir nämlich 55 und das wollte ich auch erreichen, bevor wir nach Winterquell gehen. Passt perfekt, meiner Meinung nach. Ich bin positiver Dinge, dass wir das noch schaffen, in diesem Gebiet die 55 zu knacken. Ich gehe mal das Risiko ein, dass es hinten ist. Weil ich glaube, hier vorne, das wäre zu einfach. Ja, letzte Woche war ja so dezent was los in WoW, würde ich sagen. Da hat, glaube ich, kaum einer mit gerechnet. Also ich persönlich habe damit gar nicht gerechnet. Also ob ich jetzt naiv bin, weiß ich nicht, aber ich war sehr überrascht. Dragonfly als Vorbestellung. Tja, was sollen wir dazu sagen? Drei Versionen? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich über den Preis erschrocken. Hat man bei mir, wenn ihr auf dem Discord seid, wieder mal Schleichwerbung fürs Discord, eventuell mitbekommen. Die teuerste Version, die ihr euch holen könnt, ist für schlappe 90 Euro zu haben. Und die günstigste kostet auch schon 50 Euro. Ich weiß nicht ganz, ob ich das tolerieren kann. Ich weiß es nicht. Ich bilde mir ein, dass wir über Dragonfly nicht wirklich etwas wissen. Wir wissen, es geht auf einen Kontinent, der um die Drachen geht. Wir haben Alexstrasza gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern vom Trailer. Wir haben einen Trailer gesehen und wir wissen, okay, da gibt es eine neue Klasse. Das war's im Groben und Ganzen, würde ich jetzt sagen. Also das, was ich zumindest so mir in Erinnerung geblieben ist vom Ankündigungstrailer. Und ich weiß nicht, also berechtigt das 50 Euro zu verlangen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was natürlich auch schon in den Medien beschrieben bzw. berichtet wurde, ist die Angst, die ich auch habe. Und ich glaube, da teile ich bestimmt das ein oder andere, den ein oder anderen Gedanken anderer Spieler.
wird das wieder ein halbfertiges Add-on, weil angeblich soll es ja bis 31.12. diesen Jahres erscheinen. Wir haben aktuell den 25. Juni. Wir haben eigentlich nur noch 6 Monate bis Weihnachten. Ich weiß ja nicht so ganz, ne? Habe ich mich aber verjagt, Herr Wexan, der sich gerade hinter mich in den Sitzsack bequemt hat, der möglicherweise jetzt zu hören ist. Er ist viel zu früh zu Hause hier. Hier ist was los. Ja, ich bin mir selber noch überhaupt nicht sicher, welche Edition ich mir holen will. Eigentlich habe ich mir in den letzten Jahren immer die... Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich das nicht falsch sage. Heroic-Edition geholt. Das ist praktisch die mittlere Variante. Aber die kostet auch 70 Euro und die hat letztes Mal noch 50 gekostet. Bin ich... Ich glaube, ich habe es im Discord geschrieben. Mein Gedächtnis, ihr kennt es. Und bei der Wärme funktioniert das noch ein kleines Stückchen besser. Und zwar nicht in Form von schlechter. Ja, also ich war richtig mit meiner Annahme, dass die Kohlenfallen sich hier drin befinden. Ja, natürlich. Hexenmeister, I love it. Bitte töte uns nicht. Und wir haben wieder kein Mana. Ich glaube, das wird böse. Komm schon, Tipp. Tipp, Tipp, Tipp. Fall um. Ich hasse Hexenmeister. Autsch. So, da haben wir einen Verband. Magiestoffverband, was ist denn da der nächste? Also wir müssten eigentlich mal nach Terramor und diese scheiß Questreihe machen, ne? Es gibt in Terramor, also kurze zur Erinnerung, ja, wir haben hier noch Berufe. Theoretisch die Möglichkeit, wie weit sind wir eigentlich beim Kochen? Ja gut, da haben wir noch ein bisschen. Aber theoretisch müssten wir nach Terramor für die Freischaltung der nächsten Stufe für Erste Hilfe. Und ja, was soll ich sagen? Die ist scheiße. Ich mag die nicht. Da musst du innerhalb von kürzester Zeit die Leute bandagieren und ja, die ist nicht geil. Da drücke ich mich so ein bisschen vor, aber mittlerweile ist der Magiestoff mit 800 Schaden... Ist jetzt auch nicht mehr so geil, ne? Wir haben einen blutroten Schlüssel. Wozu ist der denn? Der startet eine Questreihe. Wo ist er denn? Hä? Bin ich blind? Hab den noch gerade gelootet. Moment. Bin ich bescheuert? Hä? Okay. Ich bin offiziell verwirrt. Ich habe doch gerade diesen Schlüssel... Ach so. Halt, stopp. Da ist er. Muss ich die Quest starten? Ja. Oh mein Gott. Der, das hätte jetzt, also... Der kleine rote Schlüssel scheint aus einem Knochenmaterial gemacht zu sein. Er liegt schwer in eurer Hand, wirkt aber trotzdem sehr zerbrechlich. Warum sollte ein Mitglied des Schattenrats solch ein Ding haben? Vielleicht gibt es etwas in jeder Nahe, was dieser merkwürdigen Schlüssel auch schließen kann. Ja, wir werden heute definitiv etwas länger hier unterwegs sein. Das kann ich schon mal sagen. Ich hätte Mana recken sollen. Hm. Was soll's. Mana wird überbewertet, ne? Hab ich gehört. Ja, im Endeffekt die... jetzt wollte ich schon fast wieder Epic-Edition sagen. Heroic-Edition ist für mich eigentlich der Grund, warum ich sie mir gerne holen wollen würde. Ihr kennt mich. Mount. Das Mount ist eigentlich sehr hübsch da drin. Im Endeffekt habe ich nach wie vor mir noch nicht die Heroic, nee, die Epic Edition von Shadowlands geholt, was ich eigentlich mal machen könnte. Weil da ist im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was da noch bei ist, was ich dann noch bekomme, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber allzu viel war das jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall dieser Ruhestein. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch in Erinnerung habe. Ich würde ja nachschauen, aber es gibt ja in Burning Crusade nicht die Möglichkeit, auf den Shop zu... So, hier haben wir unseren Käfig, den wir ausschließen können, mit einer Nachtelfendame. Wie darf ich helfen? Der Schlüssel, ihr habt ihn gefunden. Bitte gebt ihm, damit ich endlich hinkommen kann. Yay, da haben wir unser Level up. Upp, upp, 55. So, ich
Flieg mal kurz drüber, bring dorthin, wo Licht schmiert, bla bla bla. Muss ich die jetzt eskortieren oder ist das eine ich laufe dir hinterher Quest? Beschützt sie dann bei eurer Flucht? Nee. Ich Leg will los. dich nicht beschützen. Ich habe ja genug zu tun. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Kohlenpfannen. Das ist schon schwierig genug hier drin. Das sind beides 5 Stück. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher. Also wir machen heute mal 30 Minuten, weil es ist echt warm, Leute. Möglicherweise machen wir die dann morgen zu Ende. Da wir diese Woche jetzt wieder mit zwei Aufnahmen arbeiten, schaffen wir das auf jeden Fall dieses Wochenende. Wer ist das da eigentlich? Warum bist du so groß? Größer als deine Kollegen, bilde ich mir ein. Das wäre auch mal eine Klasse gewesen, ne? Irgendwie so ein verderbter. Ich weiß ja auch nicht, was die vorher mal waren. Wobei, Klasse, Aktion, halt, stopp. Rasse, so rum. Nicht Klasse. Obwohl, daraus kann man bestimmt auch eine Klasse machen. Irgendwie als Hexerform, das wäre noch lustig, genau. Weil die machen ja, glaube ich, Schattenblitze teilweise. Als Hexerform, das wäre lustig. Oh, wer bist denn du? Prinz Zawels? Müssen wir dich mögen? Nö. Ich glaube nicht. Das, was wir noch nicht tun müssen, machen wir auch noch nicht, ne? Oder ist das für die Dame hier? Nee, das machen wir jetzt auch nicht. Das ignorieren wir. So, zwei Dunkelwirker. Das ist ungünstig. Pet, du beschäftigst dich mal mit dem einen. Ich werde den anderen hoffentlich in eine Falle kriegen. Ja, das hat geklappt. Nicht unbedingt so, wie ich das wollte, aber es hat funktioniert. Ja, unfassbar, da ist der Wechsel schon zu Hause um 9:30. Ich weiß, ihr könnt ihn nicht hören. Ich höre ihn auch nicht, weil er nicht redet. Das ist auch in Ordnung, aber er hört mich. Weil er hinter mir sitzt und entspannt. Ja, ehrlich gesagt gibt es zu den Editionen nicht wirklich mehr, viel mehr zu sagen, außer dass ich sie überteuert finde. 90 Euro finde ich einfach zu teuer. Ich weiß nicht, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mehr Inhalt kennen würde und sagen würde, ja, oh mein Gott, ich bin, wie so viele manch andere Leute manchmal auch, mega gehypt auf das neue Addon, kann ich momentan nicht zu sagen. Bin ich nicht. Ja, da ist ein neues Addon. Ja, wir leveln wieder 10 Level. Und ja, es gibt eine neue Rasse. Klasse. Herrgott. Aber ansonsten ist doch, weiß nicht. Ist das berechtigt, dafür 90 Euro zu verlangen? Und ich fange da noch gar nicht von der Collector-Edition an, die momentan nur im Gear Store zu kaufen ist. Und wo ich wohl schon Infos bekommen habe, dass das nur mit Kreditkarte oder so einem Schnullifax funktioniert. Darüber wollen wir gar nicht erst reden. Was ich wiederum verstehen kann, weil wenn du nur eine Ausnahme auf. Nee, Moment, wie sagt man? Damals zu Shadowlands gab es die. Nee, Shadowlands gab es gar keine Collector, oder? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich rede von der WoW Classic Collector Edition. Die gab es ja auch bei Amazon. Da haben sie wohl irgendwie draus gelernt und gesagt, okay, die gibt es jetzt ab sofort nicht mehr dort. I don't know. Im Endeffekt, wenn ich mir wirklich sagen würde, hey, Epic Edition 90 Euro, dann ist ja auch der Schritt zur Collector Edition gar nicht mehr so weit, ne? Ich habe mir aber vorhin einen Artikel durchgelesen und habe mir dann so meine Gedanken drüber gemacht und gedacht, eigentlich hat der Schreiber dieses Artikels gar nicht mal so unrecht. Artikel ist ja immer so eine Sache, ne? Das spiegelt ja nur die Meinung des Schreibers wider. Das hoffentlich wissen die meisten, aber mancher vergisst das ja auch, wenn er dann seinen Kommentar darunter ablässt. Aber ich habe so überlegt und dachte, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Wenn man sich jetzt die Collector Edition von Classic nochmal vor Augen ruft, da gab es diese übelst krasse Ragnaros-Figur. Und ich muss sagen, damals habe ich gedacht, Alter, das wäre auch schon mal was, ne? Also ich bin nicht so krass in dem Sammelfieber nicht mehr. Ich habe damals auch diese
habe Dinger gerne in mein Regal aufgestellt und gesagt, hey, das ist cool. Aber als sie angefangen haben, diese Dinger nicht mehr zu verkaufen, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass man die nicht mehr in die Hand kriegt. Im Endeffekt eigentlich ein kluger Schachzug von Blizzard. Jetzt verkaufen sie nur noch die Collector-Edition, die man sich hinstellen kann, für Batzen Geld. Und die Leute greifen relativ frühzeitig zu, weil es ja in begrenzter Verfügbarkeit nur vorhanden. Das heißt, nicht jeder, der es bestellt, bekommt auf einer. Das persönlich finde ich ja schon eigentlich krass bei dem Preis, aber auch verständlich. Deswegen können sie es ja so teuer anbieten, weil sie sagen, hey, davon gibt es meinetwegen jetzt, ich schmeiße jetzt mal eine Zahl in den Raum, 200 Stück. Glaube ich jetzt nicht, dass es nur so wenig sind, aber ich verstehe es. Aber irgendwie 90 Euro zu 120 Euro sind ja eigentlich, das ist ja nicht mal die Basic-Edition, die da zusätzlich drin steckt, ne? Also 30 Euro Unterschied zu der Epic-Edition, ich weiß nicht. Also nicht, um Gottes Willen, sondern die Collector-Edition, wobei ich glaube, es waren sogar 130 Euro. Ich muss mich jetzt mal kurz korrigieren. Ich habe jetzt nicht geschaut, ich bin der Meinung 120 Euro, aber irgendwie hatte Baba vorhin erzählt, dass es 130 kostet. Bin ich mir gerade selber nicht sicher, weil mich die eigentlich nicht groß interessiert. Im Endeffekt sind da ja nur ein paar Pins drin. Ein Mauspad. Und wir wissen, dass Mauspads nicht unbedingt teuer in der Herstellung sind. Und ein illustriertes Buch, deren Inhalt vielleicht schon ganz interessant ist. Also das Einzige, was ich in dieser Edition als interessant empfinde, ist das Buch. Und dafür 30 Euro mehr zu zahlen? Nee, ich glaube nicht. Weil die Pins, ja, ist nett, aber jetzt auch nicht so der Knaller. Und ein Bouncepad, nee, sorry. Wenn ich das, wie gesagt, der Schreiber dieses Artikels, ich nenne jetzt mal keine Quelle, jeder ist in der Lage selber zu googeln und zu lesen, was die Leute so im Internet schreiben, hat halt mit dieser Classic-Version verglichen. Und wenn man überlegt, Dragonfly und Classic sind ja nun dezente Unterschiede. Classic gab es schon mal, ne? Dragonfly ist neu. Sollte man meinen, dass sie da eigentlich vielleicht ein bisschen geileres Zeug mit reinpacken. Muss jetzt nicht unbedingt vielleicht gleich eine Figur sein, das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Das hatte der Schreiber des Artikels vorgeschlagen, irgendwie so eine Figur von Alexstrasza. Wäre schon natürlich mega krass gewesen, also ich denke mal, da werden die Leute total ausgeflippt. Da wäre die wahrscheinlich auch wieder so krass gehandelt worden wie die Classic-Edition, denke ich mir. Aber ein Mauspad, ein paar Pins und so ein Buch. Wobei ich das Buch, wie gesagt, in Klammern setze. Das Buch könnte natürlich seinen Preis vielleicht wert sein, aber die Pins und das Mauspad berechtigen für mich nicht 30 Euro. Ich weiß nicht. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was ihr von diesen Editionen haltet. Besonders auch gerade mit Preis würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich persönlich bin ehrlich gesagt sehr erschrocken, wie sich der Preis da entwickelt hat. Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, das habe ich vorhin auch gelesen. Ich muss jetzt kurz überlegen, Shadowlands war günstiger als BFA. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich BFA gekauft habe oder bekommen habe oder wie auch immer. Das ist irgendwie aus meinem Kopf raus. Also ich habe in meinem Verlauf, was ich letztens so geguckt habe, man kann ja in seinem Blizzard-Account seine Käufe nachschauen, habe ich BFA, glaube ich, nicht mehr mit drin. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich mir da auch so eine Sonderedition geholt habe. I don't know. Und so. Ja, ich überlege halt immer noch, ob ich mir jetzt für Shadowlands, bevor das Ganze raus ist, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man BFA mittlerweile noch nachkaufen kann. Das wäre eigentlich auch mal eine Sache, die man nachgucken könnte. Ich glaube aber, die sind raus. Die können ja diese Edition auch nicht ewig drin lassen. Das kann ich verstehen. So. Das haben wir jetzt. Die Kohlenpfanne haben wir jetzt. Könnten wir theoretisch zurücklaufen und die alte Zippe da ansammeln. Weil ich glaube, die wird uns hier einmal quer durch das ganze Teil hier führen. Und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück mit dem Respawn. Oder auch nicht. Mal gucken. Mal schauen. Ich hasse Escort-Quests. Ihr wisst es. Aber wir sind hier eigentlich ganz gut durchgekommen. Kann ich hier runterspringen?
Ist das eine kluge Idee? Ich lasse das mal lieber, bevor wir wieder im Kreis laufen. Ich glaube, das ist falsch, der Weg. Hier ist noch kein Respawn. Hier auch noch nicht. Gut, dann nehmen wir die Quest jetzt mal Was schnell führt an. Euch hierher? Muss ich da jetzt hinterherlaufen? Ich muss der Dame hinterherlaufen. Los, lauf noch ein Stückchen langsamer. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Bitte warten. Warte noch ein Stückchen, dann kommt der Respawn gleich. Wir drängen mal so lange Mana. Und hoffen, dass da nicht gleich Mobs spawnen. War vielleicht sogar echt mal eine kluge Idee, erstmal die Kohlenfallen hier zu machen und den Weg frei zu machen. Vielleicht habe ich jetzt gerade einen voll guten Plan gehabt, ohne es zu wissen. Weil ihr müsst euch vorstellen, die alte Zippe läuft hier lang, holt alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist und du kannst zusehen, wie du klarkommst. Ach, wir sollten uns beeilen. Nein. Wirklich. Aber lauf ruhig langsam. Ist okay. Ich glaube, da haben sie mittlerweile auch ein bisschen sich verbessert, was Escort-Quests angeht. Also nach wie vor keine Questreihe, die ich gerne mache. Aber ja. Bitte warten. Könnte heute noch spannend werden. Ey, das war voll der gute Plan, Leute. Ist alles tot. Und weil wir es gerade getötet haben, kommt es wahrscheinlich auch nicht gleich sofort wieder. Geil. Ich habe euch jetzt gerade einen Trick gezeigt, den ihr wahrscheinlich schon kanntet. Ich würde jetzt hier diese Musik einblenden oder einspielen wollen. Ihr wisst, welche ich meine. Ich bin noch hier, du alte. Oh, jetzt kann sie laufen. Achtung, jetzt geht's los. Das ist bestimmt die Truhe mit ihrer Klamotte, wa? Geil. Na dann mal los. Ziehen sie sich an. Und dann geht's weiter. Habe ich gehört. Zack. Ich würde sagen, es ist ein Krieger. Ein goldenes Lasso, genau. Ach, guck mal, wo kommt ihr denn her? Gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir die jetzt töten, bevor die uns töten. Stellt euch mal vor, hier wären noch ganz andere Völlermobs. Eieiei. Die kriegt auch ganz schön aufs Maul. Ich hoffe, die reckt sich gleich selber hoch. Sonst haben wir ein Problem. Gott sei Dank. Danke, Blizzard. So. Bringt Blabla dorthin, wo Lichtschmied und ihre Ausrüstung auch bewahrt werden und beschützt sie dann bei eurer Flucht aus der Schattenfeste. Sucht danach Mondsichel am Teufelswald auf und lasst sie wissen, was mit euren Freunden geschehen ist. Okay.
Bei meinem Glück wird jetzt gleich der Respawn kommen. Pet. Hopp, 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 hopp. Besonders, was ist das überhaupt für ein Krieger, sag mal? Waffenkrieger wahrscheinlich. Doppelhand. Wobei, 48 könnte auch Furor sein, der noch nicht in der Lage ist, zwei Einhänder zu tragen. Teufelsstoß. Ja, wir haben schon wieder eine ganze Menge Splitter zusammen, Leute. Wir müssten die vielleicht mal umtauschen, ne? Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und wieso ist mein Mana eigentlich gerade dauernd leer? Das ist ja furchtbar hier. Oh, ich höre leichte Musik aus dem Festivalbereich. Wir hatten hier im Endeffekt gestern Abend, das war eigentlich ganz cool, eine gratis 90er-Party vor der Haustür. Wir mussten nicht dafür aufs Festival gehen, wir haben es super vor der Haustür gehabt. Das war sehr praktisch. Oder auch nicht, je nachdem wie man es sieht. Wenn man morgens um 8 aufstehen will und bis um 1 die Musik gedudelt hat, aber es war keine schlechte Musik. War schon okay. Yay, Respawn! Wupp, wupp. Ich hasse es. Okay, erstmal der Scheißwichtel. So, dann den da. Okay. Man merkt ein bisschen, dass sie draufhaut, aber nur klein wenig. Nein, noch ein Respawn. Das ist ungünstig. Merkt es? Okay, sie hilft mit. Das ist gut. Oh, fuck. Jetzt wird es unangenehm, Leute. Jetzt kommt der Respawn. Obwohl, der da vorne wäre noch schlimmer gewesen, bilde ich mir ein. So, wir lassen sie jetzt mal vorlaufen. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich die Hoffnung habe, dass ich jetzt nicht gleich alles bulle. Oh, das wird unangenehm. Bin mir ganz sicher. Da kommt Nummer 1. Wir werden mal ein bisschen Mana sparen. Weil wir haben jetzt nicht viel Zeit, hier Mana zu recken. Das wird sie auch gleich polen. Jawohl, da hat sie richtig zugehauen. Heiliges Feuer, dann ist sie doch kein Krieger. Warte mal, heiliges Feuer. Jetzt bin ich am überlegen. Ist das Paladin oder ist das Priester? Ist doch Priester, oder? Priester mit zwei Hand? Blizzard, was da los? Oder ist das doch Paladin? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das hier war die schlimmste Stelle, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich irre mich gleich. Mal gucken. Tödlicher Stoß. Das ist wiederum Waffenkrieger. Aber heiliger Dingens. Mensch, das gibt richtig EP hier drin. Das ist doch mal was. Pet, auf geht's. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir diesen Prinzen gar nicht machen mussten. Ich hoffe, dass der keine Quest droppt. Oder es ist so, wie Blizzard das immer gern macht, wir werden nochmal reingeschickt.
Da haben sie ja auch ein Talent für. Wir haben dich zwar gerade da drin gehabt mit einer scheiß Escort-Quest, aber hey, jetzt gehst du nochmal rein und musst alles töten bis zu diesem Prinzen. Ich hab das ja so ein Gefühl, ne? Das wäre doch was. So. Unser Mana-Pot geht alle. Doch, sie ist nicht gut. Naja, ihr macht das schon. Ich schaff das schon. Bisschen Bräu noch. So. Ich habe das Ding getrunken. Was habe ich jetzt bekommen? Gar nichts? Ach hier, ihr fühlt euch leicht. Na toll, jetzt bin ich klein. Super. Ich könnte jetzt auf meinem Pet reiten. Das wäre doch was. Ich hatte eigentlich vor, das Skelett-Ding auszukriegen, aber na gut, das letzte behalten wir uns für morgen vor. Süß, oder? Das Schlimmste haben wir geschafft. Jetzt kommt nur noch der Weg nach draußen. Der dürfte nicht mehr allzu schlimm sein. Bitte warten. NPC läuft rückwärts und langsam. Moment. Halt, stopp. Was war das denn jetzt? Wer oder was ist hier geschlichen? Ich bin verwirrt. Ist hier ein Schurke unterwegs? Tatsache! Das war eine Katze. Da war eine Miezekatze im Bau. So, wie weit müssen wir dich jetzt hier noch eskortieren, gute Dame? Kriegst du es jetzt langsam mal alleine hin? Ja, ich würde sagen, Trey ist nicht mehr da. Okay. Sehr gut, das haben wir geschafft. Dann kämpfen wir uns hier jetzt noch kurz raus, in Sicherheit. Oder an einen sicheren Punkt, sagen wir mal so. Und dann sehen wir uns morgen im sicheren Questgebiet wieder. Lager suchen. Ja, was ich auf jeden Fall, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, ankündigen kann, ist facto, wir werden natürlich die neue Klasse als Let's Play spielen. Ich glaube, das war demjenigen schon klar. Und ja, ich weiß, da wird es wahrscheinlich 30 LPs zu geben, aber das ist mir egal. Wir werden die neue Klasse dann definitiv spielen. Bin übrigens sehr gespannt, wie sich die dann spielen wird. Ich werde mich da auch nicht großartig irgendwie spoilern lassen. Also ich werde mich nicht für eine Beta oder so anmelden. Weil ich möchte das mit euch gemeinsam ganz in Ruhe entdecken. Abgesehen davon ist es ja noch nicht mal in irgendeiner Form irgendwas angekündigt. Hauptsache das Spiel kann schon gekauft werden. Und kein Schwein hat eine Ahnung, wie es aussieht. Ja. Bin mir da ja noch nicht so ganz sicher, ne? Was ich davon halte. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, eben der Punkt ist 2 Jahre her, ne? Wie das im Shadowlands war. Ob wir zu dem Zeitpunkt, wo Shadowlands, ich sag mal, in den Vorverkauf gegangen ist, ob wir dort schon irgendwas mit Beta oder so wussten. Also ich glaube jetzt einfach mal
in den Raum zu stellen, dass das da, glaube ich, auch so war, dass kurz danach erst die Beta gekommen ist. Ich weiß es aber echt nicht mehr, weil ich bin bei Beta, bin ich ja immer raus. Ich will, da bin ich auch ein Mensch, ich möchte mir sowas, auch Early Access Spiele bin ich auch kein Fan von, wenn die bei Steam irgendwie runtergesetzt sind. Ich verstehe ja, an sich ist das theoretisch ein Spiel, was man schon spielen kann, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe lieber ein Spiel in der Hand oder in meinen Listen, was fertig ist, wo ich weiß, da tut sich jetzt nichts mehr, in Anführungszeichen. Ich rede jetzt nicht von New World, wenn jetzt zum Beispiel Patch kommt und alles. Das ist natürlich was anderes, aber Early Access ist halt noch nicht fertig, ne? Wo laufen, sind wir überhaupt hier ansatzweise? Ja, wir sind richtig, okay. War das jetzt so klug? Nein, das war nicht klug. Aber es hat gereicht, um den Hunger zu stillen. Das ist doch schon mal was. Komm, fall um. Ich piek dir in deine Wade. Komm schon. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir in sicheren Gefilden. Können wir überhaupt aufsitzen, wenn wir so klein sind? Nein! Kampf beginnen! Wie lange ist denn mein Noggerflogger? Noch 5 Minuten. Das will ich noch zeigen. Ein kleiner Jäger auf so einem riesen Säbler. Das sieht bestimmt lustig aus. So. Pass auf. Tada! Mein Säbel ist genauso groß wie mein Pet. Selbst der Säbel ist in Mini. Ich mag das. Da kommt es einem gleich viel schneller vor, wenn man läuft. Vielleicht ist man sogar schneller. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, wir sind schneller. Ist das lustig. Ich bin der Begleiter von meinem Pet. Sehr cool. So, ich glaube, hier können wir einfach sagen, hier sind wir einigermaßen sicher. Dann wünsche ich euch, nein, ihr guckt nicht falsch, ist zu Größenverhältnis, stimmt so. Noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wenn ihr möchtet, hören wir uns morgen wieder. Und bis zum nächsten Mal.